Kaya, du wohnst seit Jahren hier in der Schweiz, hast eine Schweizer Freundin, du bist sozusagen zum Schweizer geworden, aber natürlich ursprünglich Deutscher. Jetzt, wir haben hier Schweizer, Österreicher, Deutsche. Welchen Tipp würdest du diesem Netzwerk geben, um möglichst gut zusammenarbeiten zu können? Comedy. Zusammen lachen. Lachen über die Unterschiede. Unterschiede nicht ignorieren, sondern betonen sogar noch. Ich finde es gut, dass wir alle ein bisschen unterschiedlich sind und dass wir da beim Zusammenarbeiten unterschiedlich rangehen, denken, vielleicht in einer unterschiedlichen Sprache, Mentalität noch besser. Also ich mag halt alles, was ein bisschen divers ist, und insofern habe ich heute hoffentlich ein bisschen dazu beigesteuert, dass die Leute da entspannt miteinander umgehen, lachen. Aber es war sowieso schon eine tolle Atmosphäre. Also Humor ist immer für mich schon eine allzeitige Waffe. Du bist nicht nur der Kulturexperte, sondern auch der Humorexperte. Jetzt, worin siehst du die Unterschiede zwischen dem Humor der Deutschen, der Österreicher und der Schweizer? Also, es fällt mir gar nicht so einfach. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, meine Fans lachen am liebsten über sich selbst, dann meine ich ja auch die Fans in Österreich, Deutschland oder Schweiz. Heißt aber auch im Umkehrschluss, das Material ist ein anderes. Also das heißt, ich kann jetzt nicht in Deutschland Gags über die Schweizer machen. Da gibt es bestimmt ein paar lustige Sachen, aber im Grunde genommen möchten zumindest meine Fans, und ich glaube auch, kann ich für ganz viele sprechen, die auch nicht meine Fans sind, schon ganz gerne einen Spiegel vorgehalten bekommen. Die Fußball-WM hat gestartet. Im Achtelfinale könnte Deutschland auf die Schweiz treffen. Wem drückst du da die Daumen? Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Ist der Spielplan? Aha, okay. Den Besseren würde ich sagen. Ich mag Verlierer nicht. Ich halte einfach zu Gewinnern. Nein, im Ernst. Ich gehe tatsächlich so ein bisschen nach Sympathie. Und nicht so sehr nach Können oder nach Nationalität, sondern wirklich. Okay, wer ist dir denn sympathischer? Ich weiß es noch nicht, weil ich sie noch nicht spielen gesehen habe. Ich habe noch gar nicht. Also, ich fange an, die WM zu. Ich muss ja schauen demnächst, weil ich bin in letzter Runde. Und da muss ich mich ein bisschen damit beschäftigen. Aber ich habe mich noch gar nicht beschäftigt. Ich bin mir sicher, ich komme dann rein. Und dann werde ich mal sehen, wer sympathisch ist. Und da zum Schluss noch dein Weltmeister-Tipp. Ja, Deutschland hat sich jetzt der amtierende Weltmeister nicht unbedingt in bester Form. Die haben gegen irgendeinen Zwergenstaat verloren. Österreich war es. Nein, im Ernst, ich hab keine Ahnung. Wer ist denn momentan? Wer ist denn der Europameister? Portugal. Guck mal, die Portugiesen haben jetzt alle abgeschaltet. Gehen jetzt alle gemeinsam in Fado. Nein, tatsächlich. Sprichst du Portugiesisch? Nee, ich weiß nur, dass ganz viele Wörter auf Au enden. Also Seleção, du spielst Fußball in der Seleção. Wenn Achtung heißt Atenção. Es gibt eine Stadt, die heißt Portimão. Dort trinkst du dein Blue Curaçao. Es klingt so, als ob eine Katze auf den Schwanz treten würde. Hey, was machst du mit der Katze? Ich bin Portugiese. Nee, ich habe weder von Portugiesisch noch von Fußball eine Ahnung. Schön, aber von Humor. Und wir danken dir für das tolle Interview. Vielen Dank. Sehr gerne.